dass du da bist und dir einen Moment Zeit nimmst für dich und deine Intuition. Ich bin Franzi, ich bin Mentorin für Intuition und einer der wichtigsten und wertvollsten Momente in meinem Leben war es, als ich alle Bewertungen losgelassen habe. Mach dir einmal bewusst, dass dein Verstand den ganzen Tag von früh bis spät alles um dich herum, jede Situation und jeden Menschen in gut und schlecht, richtig und falsch einteilt. Mit dieser Meditation bringe ich dich an den Ort jenseits von richtig und falsch, so wie Rumi es so schön sagt. Und ich zeige dir, was du stattdessen in deinem Alltag von nun an immer wieder für dich überprüfen kannst. Ganz am Ende hast du die Möglichkeit, eine ganz aktuelle Entscheidung von dir, vor der du vielleicht gerade im Alltag stehst, mit einzubeziehen und für dich zu schauen, welche Möglichkeit die für dich stimmige ist. Ich wünsche dir eine ganz wundervolle Meditationserfahrung. Und dann spür erst mal in deinen Körper hinein, ob der gerade sitzen oder liegen möchte. Mach es dir so richtig gemütlich und bequem. Während du die richtige Position für dich suchst, atme mal ganz tief ein und wieder aus. Und wenn du soweit bist, dann schließe deine Augen. Komm für einen Moment erstmal ganz bei dir an. Nutze nochmal einen ganz tiefen Atemzug ein, um deine Schultern beim Ausatmen ganz bewusst loszulassen. Sehr schön. Spür mal den Raum um dich, den Untergrund, auf dem du gerade sitzt oder liegst. Und dann nutzen wir den nächsten Atemzug, um dich aus der Perspektive aus deinem Körper hinaus zum Beobachter zu machen. Atme tief ein und beim Ausatmen kannst du auf einmal wahrnehmen, wie du dich selbst beobachtest. Schau dich erstmal für einen kleinen Augenblick an, wie du da sitzt oder liegst, wie deine Augen geschlossen sind und wie du meiner Stimme lauscht. Du kannst sehen, wie deine Brust sich bei jedem Atemzug ganz sanft hebt und wieder senkt. Nimm nun einmal den Raum wahr, in dem du dich gerade befindest. Schau dich mal um. Und dann spürst du, wie du ganz langsam mit jedem Atemzug immer weiter und weiter nach oben aufsteigst und immer mehr um dich herum wahrnehmen kannst. Du kannst vollkommen vertrauen, dass wir nachher an genau diesen Ort in deinen Körper ganz sicher zurückkehren werden. Nimm noch einmal wahr, wie dein Körper ganz langsam anfängt, sich immer mehr zu entspannen, immer schwerer und schwerer dort sitzt oder liegt. Du fängst nun langsam an, auch die Zimmer um dich herum wahrnehmen zu können. Wie von oben schaust du hinab, kannst die einzelnen Zimmer in deiner Wohnung oder in deinem Haus erkennen und falls außer dir gerade noch jemand zu Hause ist, kannst du auch die Menschen um dich herum anfangen wahrzunehmen. Du steigst höher und dein Blick wird immer weiter. Du kannst nun das gesamte Haus oder die gesamte Wohnung von dir wahrnehmen. Langsam zeigt sich mit jedem Meter, den du nach oben steigst, die Straße, deine Nachbarhäuser, und du kannst all die Menschen wahrnehmen, die mit dir in dieser Gegend wohnen.
Nimm für einen Augenblick lang wahr, wie sie ihren Alltag erleben. Die einen haben es eilig, die anderen ruhen sich gerade aus. Einige arbeiten, einige sind unterwegs, zu Fuß, mit dem Fahrrad, Bus, Auto oder Bahn. Schau ganz genau hin. Du steigst höher und höher und siehst nun das gesamte Stadtviertel, in dem du lebst. Das Gewusel der Menschen, der Fahrzeuge, des gesamten Alltags wird immer mehr und mehr. Während die Details der einzelnen Menschen abnehmen, kannst du immer mehr deine gesamte Stadt, den gesamten Ort wahrnehmen. Die Natur, die diesen Ort umgibt, die Nachbarorte. Du steigst höher und höher und siehst nun das gesamte Land, in dem du lebst. Du siehst die Nachbarländer und nimmst die Menschen und ihren Alltag nur noch als Gefühl wahr. Ganz viel Energie ist dort von A nach B unterwegs. Immer in Eile, immer lebendig. Du siehst nun den gesamten Kontinent, die Meere und bist nun an dem Ort angekommen, wo du die gesamte Welt sehen kannst. Atme mal ganz tief ein, nimm ihre Schönheit wahr und atme wieder aus. Spür die Ruhe und die Stille, die hier oben herrscht. Spür, wie dein gesamtes System immer ruhiger und ruhiger wird. Mach dir einmal bewusst, dass auf dieser Erde mit dir 7 Milliarden Menschen leben, die du jetzt gerade alle erahnen, aber nicht im Detail wahrnehmen kannst. Sie alle kamen irgendwann auf diese Welt. Jedes einzelne Herz hat irgendwann genau wie deins angefangen zu schlagen. Sie alle leben ihr ganz eigenes Leben mit all den Ängsten und Sorgen, mit all den unterschiedlichen Freuden und schönen Momenten. Nimm noch für einen Augenblick die Schönheit dieser vollkommenen Erde wahr. Tauche ab in die Stille und Ruhe, die dich umgibt. Und mach dich langsam bereit, wieder näher und näher zu kommen. Mit jedem Atemzug tauchst du wieder ein in diese Welt, in das Leben auf der Erde. Du nimmst die einzelnen Kontinente wahr. Ganz langsam kannst du die einzelnen Länder erblicken und siehst nun auch dein Land, wie es immer größer und größer wird. Wie ein energetisches Surren kannst du die Menschen wahrnehmen, während es immer näher und näher kommt. Du nimmst die einzelnen Orte und Städte wahr und tauchst immer tiefer ab. Da ist deine Stadt. Siehst du sie? Komm nun immer näher an deine Stadt heran, sodass du sie erst im Ganzen und dann immer mehr Details wahrnehmen kannst. Du siehst langsam das Gewusel auf den Straßen, um die Häuser, all die Busse, Autos, Bahnen, Fahrräder. Und langsam kommt dieses vertraute Gefühl von deiner Gegend,
deiner Straße. Halte hier einen Moment in und sieh dir die Menschen an, die tagtäglich mit dir in dieser Gegend leben. So wie all die 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt, waren sie einmal das kleine unschuldige Baby, was auch du gewesen bist. Du kannst auf einmal wahrnehmen, wie jeder von ihnen einen Rucksack mit sich herumträgt. Du siehst den mürrischen Alten, der dir vielleicht ab und zu im Alltag begegnet. Vielleicht die unfreundliche Kassiererin aus deinem Supermarkt. Den Bekannten oder die Freundin, mit der es vielleicht auch gerade etwas holprig und schwierig ist. Vielleicht kannst du auch jemanden aus deiner Familie wahrnehmen. Schau einfach hin. Sieh, wie sie alle ihren Rucksack mit sich herumtragen. Auf einmal kannst du wahrnehmen, wie die Rucksäcke sich öffnen und nach Bilder aus dem Rucksack aufsteigen und an dir vorbeiziehen. Du siehst Kindheitserinnerungen, Erlebnisse. Du siehst, dass jeder von ihnen ganz viel, ganz Unterschiedliches in ihrem Leben erlebt haben, was sie zu dem Menschen gemacht haben, der sie heute sind. Du siehst traurige Kinderaugen, vielleicht nicht gefühlte Wut, das Gefühl, allein zu sein, nicht gesehen zu werden. Du kannst sehen, wie jeder Einzelne ganz unterschiedliche Geschichten mit sich herumträgt. Und auf einmal spürst du auch auf deinem Rücken deinen ganz eigenen Rucksack. Auch er ist gefüllt mit Erinnerungen und Bildern aus deiner Kindheit und deiner Jugend. Einige davon sind dir bewusst, andere darin schlummern und sind noch nicht in deinem Bewusstsein. Sie alle, sowohl deine Bilder als auch die der anderen in den Rucksäcken, sorgen dafür, dass jeder die Welt auf seine ganz eigene Weise wahrnimmt. Du kannst auf einmal sehen, wie vielleicht 2 Menschen den gleichen Ort oder die gleiche Situation miteinander teilen, aber ganz unterschiedliche Dinge wahrnehmen. Denn in ihren Rucksäcken sind ganz unterschiedliche Bilder drin. Dir wird auf einmal bewusst, dass es in diesem Leben, auf dieser Welt, kein richtig und kein falsch gibt. Denn jeder erlebt die Welt genauso, wie sein Rucksack es zulässt und wie sein Rucksack es bestimmt. Du spürst, wie es auf einmal ganz warm in dir wird, in deiner Herz- und Brustgegend. Vielleicht zeigen sich auch Emotionen. Lass sie zu. Lass sie da sein. Alles darf sein. Du spürst gerade dieses Gefühl der Einheit, der Verbundenheit. Egal, wie unterschiedlich wir alle sind. Tauche nun in den nächsten Atemzügen ganz langsam wieder etwas tiefer, sodass du dein Haus oder deine Wohnung wahrnehmen kannst und ganz langsam wieder in dem Zimmer ankommst, in dem du gerade liegst oder sitzt. Bleibe noch eine Weile hier in der Perspektive des Beobachters und schau dich an, wie du da liegst oder sitzt, neben dir dein Rucksack. Mach dir einmal bewusst, dass dein Verstand
es unglaublich gut mit dir meint, wenn er von früh bis spät alles, was du im Leben erlebst, in richtig und falsch unterteilt. Er hat es nicht anders gelernt. Er sitzt ganz tief mit in diesem Rucksack, in all den Erfahrungen. Er möchte dich vor Schmerz und unschönen Situationen bewahren. Gleichzeitig spürst du, dass du bereit bist, dieses richtig und falsch loszulassen. Du kannst es eintauschen in das, was für dich stimmt und was für dich nicht stimmt. Du warst gerade an dem Ort jenseits von richtig und falsch, ganz weit oben, da wo es still war, wo du wahrnehmen konntest, wie wir alle gleich sind und doch so unterschiedlich. Es gibt nicht eine Sache auf dieser Welt, die wir alle gleich wahrnehmen, die wir alle gleich empfinden. Denn jeder hat seinen ganz eigenen Rucksack auf. Dein Herz und deine Intuition, die helfen dir dabei, dieses richtig und falsch umzutauschen in das, was für dich stimmt oder nicht. Sie nutzen dafür zum Beispiel deinen Körper. Tauch mit dem nächsten Atemzug ganz tief wieder in dein Körperbewusstsein ein. Spür mal, wie du da gerade liegst oder sitzt, auch wenn dein Körper gerade ganz schwer ist. Dein Körper zeigt dir zu jedem Zeitpunkt und auf jede Frage, was für dich stimmig ist und was nicht. Nimm jetzt gern einmal eine Entscheidung in dein Bewusstsein, die du vielleicht gerade im Alltag treffen musst, vor der du gerade stehst. Stell dir die eine Möglichkeit vor, tauch tief darin ein, stell dir vor, wie du etwas tust, wie du diese Möglichkeit ausfüllst und spür mal in deinen Hals, deinen Brustkorb und deinen Bauch. Und jetzt tauch mal ganz tief in die zweite Möglichkeit ein. Stell dir vor, wie du es vielleicht nicht tust, wie du etwas lässt. Fülle diese Möglichkeit einfach mit genau dem, was für dich gerade ansteht. Und dann spür auch hier nach in deinen Hals, deinen Brustkorb, deinen Bauch. Spür den Unterschied. Wechsel vielleicht nochmal zwischen den Möglichkeiten und richte dein Bewusstsein auf den Unterschied der Empfindung. Eine Möglichkeit wird sich weiter, weicher, wärmer und wohliger anfühlen, und beim Wechsel in die andere Möglichkeit wirst du spüren, dass es enger wird, unangenehmer, vielleicht etwas kühler, mehr Druck. Dein Körper ist so intelligent und kann dir für jede Situation immer zeigen, was für dich stimmt. Spür gerne noch einen Moment nach und spiel mit den Möglichkeiten und fühl mal ganz genau hin. Und wenn du soweit bist, dann nimm nochmal einen tiefen Atemzug ein, tauch ganz in deinen Körper ein, fang an, deine Arme und Beine, Füße und Hände wieder langsam zu bewegen, regel dich und streck dich, und beim Ausatmen öffne deine Augen und spür nach. Mach dir einmal bewusst, dass du zu jedem Zeitpunkt in deinem Alltag deinen Körper befragen kannst, was für dich ganz persönlich stimmt oder nicht. Und auch wenn du ihn jetzt gerade nicht mehr sehen kannst, neben dir steht der Rucksack,
den du gleich ganz automatisch wieder auf deinen Rücken setzen wirst. Und wenn du durch deinen Alltag und dein Leben gehst und auf andere Menschen triffst, kannst du ab jetzt die Rucksäcke wahrnehmen und immer mehr dahin kommen, loszulassen, dass etwas für alle Menschen gleichermaßen richtig und falsch sein muss. Stattdessen kannst du jetzt spüren, was für dich ganz individuell stimmt und was nicht stimmt. Wenn du das erkennst und nach anfängst, danach zu handeln, dann stimmt es nicht nur für dich, sondern immer auch für dein Umfeld und für die ganze Welt. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir Zeit genommen hast. Zeit für dich und das Eintauchen in dein Inneres. Das ist genau das, was diese Welt im Moment so sehr braucht. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag.